So. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen nach draußen. Herzlich willkommen zu Gothic 2. Ich habe noch mal eine kleine Planänderung. Ich gehe noch mal eine Rolle rückwärts. Wir treten noch nicht der Miliz bei. Ich habe noch eine Idee. Wir leihen uns jetzt Geld, ganz viel Geld, und dann holen wir uns ein Schaf und dann gehen wir mit dem Geld und dem Schaf ins Kloster und dann werden wir erstmal sehen, ob wir im Kloster noch ein paar Quests machen können, bevor wir uns den Söldnern anschließen. Ich hoffe, wir kommen mit Geld und dem Schaf ins Kloster, ohne dafür dem Kloster beitreten zu müssen. Und wenn das alles auch nicht geht, dann treten wir der Miliz nochmal bei. Das ist also mein Plan für heute, meine Damen und Herren. Die Macht der Götter, das ist der Zauberheini. Und Vatras lässt mich auch noch nicht in den Ring des Wassers, weil ich ja irgendwie noch beten muss. Also, wir leihen uns jetzt bei Lema Geld und dann werden wir mal weitersehen. Wir werden mal gucken. Klar. Wie viel willst du haben? Ich berechne 20%. Herzlich willkommen, John Amondo. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ihr seht jetzt, 1000 Goldmünzen gibt er mir jetzt. 20% will er haben. Das heißt, 1200 muss ich ihm später zurückzahlen. Ich hoffe, dass wir durch das Lösen der Quest dahin kommen. Tassen im Schrank. Ach, Scheiße. Ich gebe dir mal 100. Und vergiss nicht, morgen will ich sie wieder haben. Gut, das können wir uns also doch sparen. Dann können wir sagen, es ist sinnlos. Dann können wir es lassen. Das wird also nichts. 1000 Münzen kriegen wir nicht. Das heißt, dann können wir doch... Ach so, stimmt. Okay, also, dann können wir es sein lassen. Ich komme ins Kloster nicht rein. Das bedeutet, was wir jetzt machen können, ist nur noch eine einzige Sache. Es geht nicht mehr anders. Ich habe hier unten ein Spiel schon angelegt, die 6, direkt bevor ich der Miliz beigetreten bin. Dann machen wir das jetzt so. Dann trete ich der Miliz dabei und dann müssen wir als Milizsoldat durchgehen. Es nützt alles nichts. Ich habe es verbockt ins... Ich komme nicht mehr ins Söldnerlager und das ist so ärgerlich. Vielen, vielen Dank für die GGs von Reaper03. Vielen, vielen Dank. Reaper03, der Name kommt mir bekannt vor. Warst du nicht auch schon mal bei Twitch bei mir dabei? Ich bin mir fast sicher, den Namen habe ich schon mal gelesen. Reaper unterstützt sehr. Vielen, vielen, vielen Dank. Das freut mich riesig. Vielen Dank für die Unterstützung. Also, dann lade ich jetzt das. Ich komme also an kein Geld. Wir kommen nicht an 1000 Taler ran, um ins Kloster reinzukommen. Und damit brauche ich auch kein Schaf holen. Ist es also sinnlos. Und dann könnt ihr, schaut mal hier. Das war das Letzte, was ich gestern Abend gemacht habe. Ich habe mir eine Milizenrüstung angezogen. Schaut mal, wie gut die aussieht. Und jetzt können wir natürlich noch bei Lord André ein paar Themen noch abklären. Wir haben noch einige Fragen für den offen. Und wir können auch jetzt gleich zum Paladin, zu Lord Hagen vortreten und können mal schauen, ob der uns jetzt irgendwelche neuen Quests gibt. Es ist halt schade, wir haben jetzt, theoretisch haben wir jetzt Erfahrungspunkte bekommen, wahrscheinlich. Könnte ich jetzt sogar Lernpunkte ausgeben? Nee, aber na gut, 600 Erfahrungspunkte brauchen wir noch. Aber das Söldnerlager ist erstmal raus. Also heißt das, wir sind Milizsoldat. So, wollen wir mal gucken. Ich auch eine Waffe? Natürlich. Heck kümmert sich für gewöhnlich darum. Dabei fällt mir ein, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Finde heraus, wo er steckt und bring ihn her. Dann soll er dir eine Waffe geben. Und wenn du schlafen willst, dann kannst du dich in eins der freien Betten in der Schlafbaracke legen. Okay, das haben wir. Also Schwert können wir auch haben, aber Schwert ist eh nicht so meins. Ach so, der wache Satan, so war das genau. Ich wusste doch, da gibt es einen Zusammenhang. Ich wusste das doch. Ja, cool. Schön, dass du überall dabei bist, ja. So. Hast du eine Aufgabe für mich? In letzter Zeit nimmt der Verkauf von Sumpfkraut in der Stadt zu. Wir können es uns nicht leisten, dass sich das Zeug verbreitet. Sonst fangen hier alle noch an zu rauchen und sind nicht mehr in der Lage zu arbeiten, geschweige denn eine Waffe zu halten. Vor allem jetzt, da die Gefahr durch einen möglichen Angriff der Orks oder Söldner besteht. Ich vermute, dass die Söldner dahinter stecken. Ich wette, sie bringen das Zeug in die Stadt. Was ist zu tun? Mortis, einer unserer Männer, hat in der Hafenkneipe aufgeschnappt, dass irgendwo am Hafen ein Paket mit Sumpfkraut angekommen ist. Sieh dich dort mal um und bringe mir das Paket. Das ist wahrscheinlich das, was aus dem Söldnerlager dahin geklaut worden ist. Oh Leute, ich will gar nicht der Miliz beitreten. Es stört mich, dass ich jetzt hier der beigetreten bin. Ne? Ich würde am liebsten nochmal, aber ich habe gestern schon 2 Stunden bin ich rumgerannt. Ich krieg's nicht besser hin mehr, ne? Ich krieg's nicht mehr besser hin. Ich könnte noch versuchen, Sumpfkraut ist wohl mit Hanf gleichzusetzen, ja? Das könnte man wahrscheinlich so sagen, ja?
Und ich könnte versuchen, noch irgendwelche Mobs draußen zu killen, aber ich finde ja nicht mal jemanden, der mit mir auf die Jagd geht, um nochmal an entsprechend viele Punkte zu kommen, ne? Es ist so blöd gelaufen, es nervt mich, aber vielleicht später nochmal, vielleicht finden wir nochmal eine andere Lösung irgendwann und schließen uns den Söldner an. Also ich fühle mich nicht wohl mit den Paladinen hier, ne? Wegen dem Paket. Hast du es gefunden? Bisher noch nicht. Okay, das ist das, was wir sowieso gesucht hatten, ne? Was von den Söldnern nämlich kommt, was wir also eh suchen sollten. Erzählst du mir jetzt, warum ihr Paladine nach Korinnes gekommen seid? Du gehörst jetzt zur Stadtwache, also bist auch du den Paladinen unterstellt. Jetzt kann ich dich ins Vertrauen ziehen. Wir kommen im Auftrag von König Roba. Durch den Fall der Barriere sind die Erzlieferungen ausgeblieben. Deshalb holen wir uns das Erz und bringen es zum Festland. Mit dem Erz werden wir neue Waffen schmieden und die Orks zurückschlagen. König Roba war der uns im ersten Teil in die Barriere hat schmeißen lassen, ne? Du würdest mit mir auf die Jagd gehen, das ist ja so cool. So cool, aber es hilft leider nicht. Wir können uns ja zusammen bei Seven vs. Wild Staffel 5 oder 6 oder so anmelden, da können wir ja auf die Jagd gehen. Wegen der Diebesgilde. Ja? Ich bin an der Sache dran. Gut. Halte mich auf dem Lauf. Wir hätten vielleicht sogar noch ein paar Leute verpfeifen können an denen. Dann hätten wir auch noch Erfahrungspunkte gekriegt. Aber ich wüsste die Quests nicht mehr, ne? Was ist mit den vermissten Leuten? Was soll damit sein? Wollen wir nicht versuchen, sie zu finden? Ich habe von Lord Hagen den Befehl erhalten, die Stadt und die umliegenden Höfe zu schützen. Das bedeutet, wir werden uns um die Leute kümmern, die noch hier sind. Die Miliz patrouilliert nachts auf den Straßen. Mehr kann ich nicht tun. Und du wirst dich um die Aufgaben kümmern, die ich dir gebe. Verstanden? Ah, okay. Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Erfülle deine Aufträge. Ja, wir sehen, von dem haben wir jetzt auch nicht wirklich was gekriegt. Ich will Verbrecher kassieren. Wir kennen aber gar keinen. Das heißt also, es hätte noch viel gegeben, was ich hätte noch machen können. Jetzt habe ich eine bessere Rüstung. Das ist erstmal nett. Aber, also so richtig glücklich macht mich das nicht. Was ist denn das hier für ein Regal? Wir gucken. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir später nochmal eine Rolle rückwärts machen. Oh, guck mal einer an. Der vertraut mir einfach. Kann man hier vielleicht noch was? Gibt's hier noch? Ach, hier sind wir jetzt hier oben. Auf der Stadtmauer. Ach, hier waren wir aber auch schon mal. Ich kenne mich hier schon ein bisschen aus. Die sehen auch so aus wie ich, ne? Alle Stadtwache. Oh, jetzt fangen die an, mich voll zu seiern. Oh, gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock drauf. Ich will den nicht angehören, Mann. Das sind die Falschen, da bin ich mir ganz sicher. Aber wir müssen jetzt. Wir müssen uns. Das ist wie im echten Leben. Irgendwo musst du dich am Ende hocharbeiten, ne? Hier ist noch ein Lederbeutel. Wir können mal gucken, ob der Schimpfer den jetzt einfach wegnehmen. Hättet ihr das auch so gemacht? Hättet ihr noch andere Ideen, wo man sich noch rumschlagen könnte? Hey, guck mal hier, der sagt nichts. Rechts. Rechts, links, links, rechts, links, links, rechts. Oh, guck mal, 50 Gold hier rausgeklaut. Na gut, okay, wir können jedenfalls schon mal. Guck mal, das ist gut. Wir können anfangen zu klauen. Ja, das ist Gruppenzwang. Du hast recht. Irgendwas muss man ja machen. Den König. Oh, hör auf, halt bloß die Klappe, ey. Labert mich nicht voll, Freunde. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ihr seid die. Das sind nämlich immer die Scheinheiligen. Die tun so, als wären sie ganz toll. Affen sind's nämlich. Affen sind's. Warte mal, was hat gerade. Wo kriegt man eine Waffe her? Der hat gesagt. Peck. Peck ist irgendwo in der Stadt. Wenn ich zur Kassette zurückbringe, kann ich eine Waffe von ihm holen. Wir finden. Für die Horde, ja. Für Fortnite. Okay, also wir suchen Peck irgendwo in der Stadt und Peck kann uns eine Waffe geben für Fortnite. Naja, okay. Also wir haben jetzt, guck mal, wir haben den Degen und wir haben eine Rüstung. Guckt euch mal an, ich zeige euch mal, wie ich sonst rumlaufe. Also pass auf, die Rüstung hier macht überall 30 Abwehr, außer bei Drachenfeuer und Magie. Das, was ich vorher hatte, hier, guckt mal hier, 15 und 10. Also das heißt, mit der Rüstung werde ich schon ganz anders unterwegs sein können. Und das werden wir auch gleich ausprobieren. So, Peck. Aber das Problem ist, Freunde, passt mal auf. Na, alles fein? Hallo Valerie. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz. Ich habe wieder was vergessen zu ändern. Da muss ich jetzt ganz schnell ran. Das ist nämlich total nervig. Warte, eine kleine Sekunde. So, da sind wir wieder. Genau, du hast es aber wahrscheinlich schon gehört. Ich habe ja einen Text-to-Speech, aber irgendein Problem, das macht immer ein Amazon-Poll und das ist dann immer auf Englisch. Der liest also deutschen Text auf Englisch vor. Jetzt lesen wir deutschen Text auf Deutsch vor. Ja, wie geht's dir? Hast du lange schlafen müssen, wenn du nachts bis Mitternacht zockst und streamst? Ist das bestimmt? Brauchst du bestimmt eine Weile, um wach zu werden morgens. Oh, guck mal hier, die Live-Konzert! Wie geil ist das denn?
ist ja der Hammer. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Da! Da, die macht Live-Konzert. Ist ja krass. Das ist der Hammer. Ach so, ich kenne das. Das kenne ich. Ja, also mir geht's super. Ich bin sehr zufrieden. Ich kann mich da nicht beklagen. Okay, bis 22:30. Na gut, da habe ich ja gerade erst geschlafen auch. Ja, aber also ist natürlich total cool. Also ist natürlich, ich hoffe, da geht's ja bald besser. Erkältung. Ich habe einen Bekannten, der hat Sommergrippe, sich eingefangen. Das ist auch nicht ohne. Sommergrippe ist momentan ein Problem. Aber das mit dem Kind kenne ich auch, ne? Früh 6 Uhr. Ich gehe mal ein Stück da weg. Ist ganz schön laut. Aber es ist so geil, ne? Aber wir hatten es immer, mein Sohn hat immer früh um 6 hat er bei unserem Bett gestanden. Wir haben noch geschlafen. Und da hat er mit dem Fuß immer so dagegen getreten, so. Und das erinnere ich mich noch. So war das. Einst vor langer Zeit. 12 ist der jetzt. Mein Sohn. Bald geht's auf die neue Schule. Wird spannend. Um Kopf ist auch cool. Hey, hat Valentino, der Valentino haben wir schon geklärt. Echt wirklich? Wie alt ist der denn? Bartok. Okay, gefinished. 7. Klasse ist quasi Schulwechsel. Ach so, das ist, guck mal, so alt schon, ey. So groß schon. Ja, so groß schon. 1962? Was war denn so 62? Da bist du geboren, Reaper? Ist hier irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Osper, den Boten haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt, aber der Dieb war zu schnell. Krass, das wusste ich zwar schon. Die Zeit, ja, das ist so krass. Und wenn man dann irgendwann sieht, irgendwann ist er 12. 260. Ich verstehe es immer noch nicht. 1962 geboren. Oh, hier sitzt Laris, guck mal. Du bist jetzt bei der Miliz? Ich lach mich tot. Ein ehemaliger Sträfling bei der Miliz. Sowas kannst doch nur du bringen. Ich wollte da nicht hin. Du musst doch nicht verpfeifen, dass ich für Lee arbeite, oder? Du kennst mich doch. Okay. Nicht 60. 2003 geboren, okay. Also es ist natürlich 2003, ist 20 Jahre alt. 20 Jahre alt. Okay. Ja, genau. Ich bin zeitgleich unterwegs, bin ich. Jetzt muss man erstmal aus der Bar heraus. Mir ist das zu laut. Laris verpfeifen wir natürlich nicht. Aber wie ihr seht, ich wollte ja als ehemaliger Sträfling, aber es ist vielleicht auch geil, ne? Als ehemaliger Sträfling zur Miliz zu gehen, ist vielleicht auch ganz cool. Guck mal, Kavalon sitzt immer noch hier. Und wir gehen jetzt nach oben und jetzt labern wir mal oben den Lord Haken voll. Der wird jetzt natürlich auch gerade schlafen wahrscheinlich. Guck mal, ist ja Mitternacht. Den gehen wir jetzt einfach voll sappeln, wenn ich den Weg finde. Wir müssen nach oben in die, da wo die Reichen... Halt doch den Mund, ey. Halt für den König. Das war eine falsche Entscheidung, Freunde. Wir müssen halt durch jetzt hier. Ich habe mich für die falschen entschieden, aber ich muss jetzt halt irgendwie durch da. Pass auf, für den König. Nö, der sagt nichts. Auf jeden Fall müssen wir da hinten rein. Wir müssen bei Lord Hagen, müssen wir ja dieses dritte Teil da holen. Diesen, was auch immer das ist, diesen, wo wir schon zwei andere Teile haben. Den haben sie nämlich, wenn wir jetzt rauskriegen, dass der da drinnen gar nicht ist, für die Republik, ja. Wenn wir jetzt rauskriegen, dass er da drinnen gar nicht ist, dann ist es auch wieder sinnlos gewesen, den Leuten hier beizutreten. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Und deswegen machst du erstmal Platz, du Idiot. Ich muss mit Lord Hagen sprechen. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Du kannst nicht rein. Wenn du es trotzdem versuchen solltest, muss ich dich töten. Ey, pass auf, den hauen wir, irgendwann hauen wir dem eine rein. Ich gehöre zur Miliz. Alles klar, du kannst rein. Du... Also sieht an der Rüstung sieht man das nicht. An der Rüstung sieht man das natürlich nicht. Hier durfte man ja vorher nicht rein. Guck mal, da hinten steht doch der ganz Große. Jetzt können wir quasi zum Oberboss Albrecht.
Ich muss mit Lord Hagen reden. Er ist im großen Saal, direkt geradeaus durch. Was immer du von ihm willst, fasse dich kurz, er hat viel zu tun. Was bedeutet es, ein Paladin zu sein? Ein Paladin ist ein Streiter Innos. Er lebt, um ihm zu dienen und kämpft, um ihn zu ehren. Dafür wird uns die Gabe der Magie verliehen. Die Magie der Runen, die wir als Auszeichnungen für unsere Taten verliehen bekommen. Wer ist denn kurzsichtig? Der Typ da, der steht da, Buch liest, weil der so nah dran ist. Ich unterweise nur Paladine. Gut, also ich bin noch kein Paladin, ich bin nur von der Miliz. Hier haben wir einen Ritter. Sollen wir mal hier in das Regal reingucken? Guck mal, wir können ja einfach mal gucken, ob der dann schimpft. Silberner Ring, silberner Teller. Der vor der Tür. Ach so, deswegen. Ach so. Der hat die Rüstung nicht erkannt, meinst du? Ja, hast recht. Ich habe schon von dir gehört. Lothar hat mir berichtet, dass du mich sprechen willst. Du bist der Fremde, der das Auge Innos gefordert hat. Ich bin Lord Hagen, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Innos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. So, ich trinke erstmal ganz kurz einen Schluck. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe. Da wollen wir mal gucken, ob der das alles hören will. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Das ist ja schon. Wir haben eine Expedition dorthin entsandt, kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Was für eine. Ich hab's auch gesehen. Wie soll das sein? Deswegen habe ich kurz gewartet. Von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Aber das ist gut. Wisst ihr, das ist doch genau die richtige Frage. Kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben? Das ist doch einfach mal, so stellt man sich das doch vor. Geile Frage, oder? Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Falls sich deine Worte dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Innos aushändigen. Das Auge Innos. Gut, bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast... Sehr gut, vielen Dank nochmal für die Gewichte auch, Reaper. Vielen lieben Dank. Oder ist es ein das Gewicht? Danke auf jeden Fall. Okay, was weißt du über das Auge Innos? Können wir mal gucken? Was weißt du über das Auge Innos? Es ist ein göttliches Artefakt in Prophezeiungen. Wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt? Die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Innos es tragt. Ja, das mache ich doch. So, das ist eine gute Frage. Wie soll ich mit dem Pass kommen? Das ist eine gute Frage. Wie soll ich mit dem Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Ach, so einfach. Doch du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Möge Innos dich schützen. Oh, da können wir viel rennen. Da können wir ganz viel rennen. Warum seid ihr nach Korinis gekommen? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Unser Befehl kommt direkt von König Oba. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. Sie ist der Grund unserer Anwesenheit. Wir gehen auf ins Minental. Wir gehen zurück in Gothic Teil 1 ins Minental. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, uns hat ein bisschen was hat's von Herr der Ringe. Wir gehen auf die Reise jetzt. Das ist wirklich so. Ich suche ein metallisches Ornament. Es müsste am Steinkreis bei Lobards Hof gewesen sein. Wenn du dieses Teil hier meinst. Wir hatten den Verdacht, dass es eine magische Rune ist. Aber das Ding ist völlig wertlos. Von mir aus kannst du es haben. Ich habe keine Verwendung dafür. Das hätten wir sowieso holen müssen. Genau. Aber ist es nicht ein Ring, um sie zu knechten? Aber ist egal. Wir haben ein Auge. Du hast recht. Ja, du hast recht. Entschuldigung, ich bin zu langsam bei sowas. Wir haben natürlich hier ein Auge, um sie zu knechten. Du hast also völlig recht. Das stimmt. Die Filme von Herr der Ringe kamen auf jeden Fall aber nach dem Spiel mal irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob man sich daran so orientieren konnte tatsächlich. Ne? Interessante Idee. Ich weiß gar nicht, von wann sind denn die Bücher, die Herr-der-Ringe-Bücher? Ich will mich in den Dienst des Ordens stellen. Ein Kämpfer Innos zu sein, bedeutet sich ganz und gar in die Sache Innos zu stellen. Nur die edelsten und mutigsten Recken werden in unserem Orden aufgenommen. Wenn du wirklich die Absicht hast, ein Paladin zu werden,
musst du beweisen, dass du wirst. Ich überlege gerade, ob wir nur noch das machen können, ob wir nur noch die Chance haben, in den Paladin-Rang zu rutschen. Wie kann ich mich würdig erweisen? Deine Taten werden zeigen, ob du würdig bist. In Inos Namen kämpfen wir für Freiheit und Gerechtigkeit. Wir kämpfen gegen Belia und seine Schergen, die Inos gerechte Ordnung zerstören wollen. Verstehe. Gar nichts verstehst du. Unsere Ehre ist unser Leben und unser Leben ist Inos. Ein Paladin zieht Inos preisend in die Schlacht. Und viele von uns haben ihr Leben auf dem Altar des ewigen Streits zwischen Gut und Böse gelassen. Dieser Tradition hat sich jeder einzelne von uns verpflichtet. Wenn wir scheitern, beflecken wir die Taten unserer gefallenen Kameraden. Nur wer dies wirklich versteht, ist würdig, ein Paladin zu sein. Gut, ich will gar nicht ein Paladin sein, ihr Affen. Oh, jetzt geht's los, guck mal. Kapitel 2. Rückkehr. Da steht eine Innerstatue. Leute, wir klauen jetzt mal die Innerstatue und gucken, ob wir dann gleich auf den Sack kriegen. Nö. Haben wir eingesteckt? Gibt's hier sonst noch was? Das Ingmar. Wir gucken mal, ob... Oh, hier ist noch ein Regal. Auch hier gucken wir mal, ob... Immer mal gucken, ne? Ob wir geschlagen werden, wenn wir was klauen wollen. Nö. Leder rausnehmen. Schön, schön. Immer her damit. Alles hier mitnehmen. Lord Hagen, der braucht das alles nicht. Guck mal hier. Oh, hör auf! Das müssen wir so knacken. Rechts, 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 links, rechts, rechts, links, rechts. Ah, rechts, rechts, links. Aber immerhin, guck mal, hier gibt es einiges an Gold rauszuholen. Das ist wichtig, da können wir uns ein paar Dietriche neu kaufen dann. Machen wir auch. Irgendwo irgendjemand verkauft dann schon Dietriche, bin ich mir fast sicher. Hier liegen noch Bücher rum. Ah, hier ist auch noch was. Guck mal hier, noch ein Regal. Immer schön speichern vorher, falls wir doch zu viele sinnlose Dietriche loswerden. Eine goldene Schale. 500 wert hat die goldene Schale.